das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen einen guten Abend. 5 erschossene und 7 verletzte Polizisten. Die Stadt Dallas im Bundesstaat Texas ist immer noch von Trauer gezeichnet. Die Trauer und Solidarität gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Mit Blumen überhäufte Streifenwagen in Dallas sind das Symbol dafür. Aber in die Trauer mischt sich auch Wut und Entsetzen. Und es gibt die Sorge, dass die Morde des Heckenschützen und vorher die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner eine weitere Spirale der Gewalt in den USA auslösen könnte. Der Attentäter selbst war Afroamerikaner. Er war eine Zeit lang als Soldat in Afghanistan eingesetzt. Und es scheint im Augenblick so, als hätte er alleine gehandelt. Ingo Zamperoni. Trauer und Anteilnahme bündeln sich vor dem Polizeipräsidium von Dallas. Es ist der Ort, den die schockierten Bürger der texanischen Metropole seit 2 Tagen aufsuchen, um Solidarität mit ihrer Polizei auszudrücken. Ich bin die Frau eines schwarzen Mannes, Mutter eines schwarzen Sohnes. Ich kann die Wut vieler Schwarzer also verstehen, aber dies ist ein trauriger Tag für alle. Und nichts kann diese grausame Gewalt gegen die Polizei rechtfertigen. Wir Bürger müssen uns bessern, die Polizei auch. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht, so die Hoffnung hier, sorgt die Gewalt der vergangenen Tage für Besinnung, für eine Genug-ist-genug-Reaktion, die der Annäherung von schwarzer Minderheit und weißen Polizisten im Land helfen könnte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen mich umarmt, meine Hände geschüttelt, gemeinsam mit uns geweint haben. Während Ermittler noch die Innenstadt weiträumig absperren und Beweismittel sichern, kommen neue Hintergründe über den mutmaßlichen Schützen ans Licht. Der 25-jährige Micah Johnson war wohl doch ein Einzeltäter. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, ob der Afghanistan-Veteran Unterstützer oder Mitwisser hatte. In Johnsons Haus in einem Vorort von Dallas fand die Polizei weitere Waffen, Munition und Bombenmaterial und Hinweise darauf, dass er mit militanten schwarzen Gruppierungen sympathisiert haben könnte. Beim NATO-Gipfel in Warschau widersprach Präsident Obama der Darstellung, dass die Vorfälle der letzten Woche symptomatisch für die USA seien. So wollen wir Amerikaner nicht sein. Und diese klare Einsicht ist die Basis, von der aus wir nach vorne schauen müssen. Seinen Besuch in Europa wird Obama nun verkürzen, um nach Dallas zu reisen, um wieder mal Menschen Trost zu spenden nach tödlichen Schießereien in Amerika. 2 Tage kamen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten in der polnischen Hauptstadt Warschau zusammen. Wie mit Russland umgehen, politisch wie vorbeugend militärisch, das war ein Thema. Der Umgang mit dem internationalen Terrorismus heute ein anderes. Die Terrormiliz des Islamischen Staates ist längst ein militärischer Faktor auf den Schlachtfeldern im Nahen Osten, den es für die NATO zu bekämpfen gilt. Genauso wie andere gefährliche terroristische Gruppen, die afrikanische Staaten destabilisieren. Die Aufgaben für die NATO, das zeigte der Gipfel in Warschau, sind international eher größer geworden. Gret von Petersdorf. Das Stadtzentrum von Warschau, menschenleer, alles abgesperrt. Den Bewohnern war geraten worden, das Wochenende woanders zu verbringen. Sicherheit geht vor. Sicherheit. Am Warschauer Himmel donnert eines der AWACS-Aufklärungsflugzeuge. Die sollen nun von der Türkei aus in die vom Terror geschüttelten Länder Irak und Syrien spähen. Der Radar oben auf dem Dach kann über 400 Kilometer weit gucken. Und würde der Flieger Bilder aus dem Warschauer Stadion senden, zeigten diese ein Gesprächsmarathon über fast alle Krisenherde dieser Erde. Das Engagement der NATO wird immer globaler und endet nicht, solange es Terrormilizen gibt. Und ich habe von meiner Seite aus noch mal deutlich gemacht, dass wir unser Engagement insgesamt für Afrika stärken müssen. Wir haben um den gesamten Tschadsee herum im Kampf gegen Boko Haram eine sehr, sehr schwierige Sicherheitslage. Und die meisten Flüchtlinge kommen durch Niger. Wir sind in Mali engagiert. Neue Krisenherde kommen also, alte bleiben für die NATO. Afghanische Regierungsvertreter sind geladen. NATO-Soldaten sollen länger in Afghanistan bleiben, wurde beschlossen, als Ausbilder. Zu instabil ist die Lage dort, Afghanistan und kein Ende, so scheint's. Und noch ein Gast aus einem Land mit Krisenzonen. Der ukrainische Staatschef Poroschenko ist erleichtert. Die NATO hat ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt. Der Konflikt mit Russland nach wie vor ungelöst. Die Atmosphäre war einmalig.
getragen von Einheit, Solidarität, transatlantischer Solidarität mit der Ukraine. Im Mittelpunkt aber steht Barack Obama. So wird es nicht mehr sein. Es ist seine letzte Europareise als US-Präsident. Seine Rede ist ein Abschied. And my point is this. In good times, in guten und in schlechten Zeiten kann Europa auf die Vereinigten Staaten zählen. Immer. Danke für alles, danke Polen. Er geht also, der Kampf gegen den Terror bleibt. Und die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Warschau kommentiert jetzt Christian Thiels vom Südwestrundfunk. Einen Meilenstein hat die NATO ganz unbescheiden den Warschauer Gipfel genannt. Das klingt nach reichlich Pathos und vielleicht braucht es das auch. Denn die Allianz steht vor gewaltigen Herausforderungen. Da wären die Briten, die wollen zwar nicht der NATO, sondern nur der EU den Rücken kehren, aber ein uneiniges Europa schwächt auch die Allianz. Und das in Zeiten, in denen Einheit wichtiger wäre denn je. Etwa gegenüber Russland. Da will die NATO auf Abschreckung setzen, mit ein paar tausend zusätzlichen Soldaten in Osteuropa. Militärisch können die wenig ausrichten, es geht vor allem um ein politisches Signal. Und es droht wohl auch kein neues Wettrüsten, wie schon so mancher düster orakelt. Dafür fehlt bei den meisten NATO-Ländern schlicht das Geld. Übrigens auch in Deutschland. Vielleicht ist das auch besser so. Denn dann bekommt der zweite Teil der NATO-Strategie mehr Gewicht, der Dialog. Nächste Woche wird sich der NATO-Russland-Rat treffen. Das ist gut. Besser wäre es, wenn statt Spitzendiplomaten gleich die Verteidigungsminister selbst kämen. Es wäre ein Zeichen, dass man Russland ernst nimmt. Und vielleicht stünde es gerade Deutschland gut an, dieses Zeichen zu setzen. Denn man braucht Moskau im Kampf gegen den islamistischen Terror. Nicht nur in Syrien und im Irak, wo die NATO nun auch ein bisschen unterstützen will mit AWACS-Aufklärern und ein paar Ausbildern. Sondern auch in Afrika und Afghanistan, wo das NATO-Engagement ja bislang nur von überschaubarem Erfolg gekrönt war. Die globalen Herausforderungen sind zu groß, als dass die NATO ihnen ohne Russland begegnen könnte. Diese Erkenntnis wäre dann ein echter Meilenstein. Christian Thiels kommentierte. Das Klima zwischen Berlin und Ankara ist derzeit nicht das Beste. Heute gab es zwar ein kurzes Treffen auf Chefebene, aber auch das brachte wenig Fortschritt. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick jetzt mit Lena Zerwakis. Abgeordnete des Bundestages dürfen auch weiterhin nicht die deutschen Soldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik besuchen. Ein Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan am Rande des NATO-Gipfels brachte keine Annäherung. Als Auslöser des Konflikts gilt die Armenien-Resolution des Bundestages, in der die Massaker des Osmanischen Reiches als Völkermord bezeichnet werden. Die britische Regierung hat Forderungen zurückgewiesen, das Referendum zum Ausstieg aus der EU zu wiederholen. Mehr als 4 Millionen Unterzeichner einer Online-Petition bekamen eine E-Mail vom Außenministerium. Darin heißt es, Premierminister Cameron habe schon kurz nach der Abstimmung klargemacht, dass die Entscheidung der Wähler respektiert werden müsse. 5 Jahre nach der Staatsgründung eskaliert im Südsudan die Gewalt. Bei Kämpfen zwischen Rebellen und Militär kamen in der Hauptstadt Juba zahlreiche Menschen ums Leben. Das Militär spricht von mindestens 115 Toten. Die Auseinandersetzungen begannen gestern am Rande eines Treffens zwischen Präsident Kiir und seinem Stellvertreter, den früheren Rebellenführer Machar. Trotz eines Friedensabkommens gibt es eine andauernde Rivalität zwischen den beiden und ihren Anhängern. Mit der modernisierten Soyuz-Kapsel sind 3 weitere Raumfahrer auf der internationalen Raumstation ISS eingetroffen. Sie kommen aus Russland, Japan und den USA. Auf ihrem Hinflug testeten sie die Soyuz-Kapsel. An Bord der ISS werden sie 4 Monate bleiben. Unter anderem ist geplant, dass die Wissenschaftler zum ersten Mal im Weltall menschliches Erbgut entschlüsseln. Ja, die Welt der Autos auf der Erde, die ist natürlich längst eine andere geworden. Immer weniger gibt es zu schrauben, immer mehr regelt natürlich Elektronik den Motor und auch die Technik. Und genau deshalb heißt der Kfz-Mechaniker inzwischen Kfz-Mechatroniker. Künftig wird er sich nicht nur auf sein Wissen und Können verlassen müssen, wenn er Fahrzeuge repariert. Nein, mit Hilfe von Datenbrillen und Tablets könnte der Autoexperte virtuelle Zusatzinformationen bekommen, sozusagen eine erweiterte Realität vor sich sehen und damit Fehler eigentlich ausschließen. Christoph Pietsch über die neue Sicht auf die Arbeitsplätze und das nicht nur in der Werkstatt.
Brillenträger. Auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft wird es möglicherweise mehr geben denn je. Verantwortlich ist Augmented Reality, die computergestützte Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung. Das die Definition. Und so sieht es aus. Der Blick durch die Brille. Digitale Bilder legen sich über die analoge Welt. Ganz neue Perspektiven für die Mitarbeiter von Bosch in Homburg. Das System funktioniert eigentlich, das kennt man häufig auch aus dem Fußball, wenn jetzt beispielsweise ein Abseits ist und man wird dann die Linie eingeblendet bekommen, so kann man sich eben auch vorstellen, dass der Werker eben jetzt zusätzlich Informationen eingeblendet bekommt in sein Sichtfeld, was ihn unterstützt. Die Abseitslinie für den Arbeitsalltag dank smarter Brille mit integrierter Kamera. Die Brille speichert Arbeitsabläufe, gibt direkte Rückmeldung auf jeden Handgriff. Solange die Hand grün gefärbt ist, ist alles korrekt. Welches Schräubchen drehen, welchen Schalter kippen? Alles, was die Entwickler dem System beibringen, bringt das System den Werkern bei. Aus Generalisten werden Spezialisten. Man macht dem System einmal vor, wie es richtig geht. Und das System erfasst automatisch den Arbeitsschritt, erstellt automatisch eine erklärende Animation für den Anwender und ist sogar in der Lage, bei vielen Einzelschritten so genau zu sein, dass sogar Ausführungsfehler danach automatisch erkannt werden. Verlockend dieses Augmented Reality. Wenn mit Hilfe einer Brille alle alles können, gibt es Spezialisten ohne spezifisches Wissen. Gibt es möglicherweise eine Lösung für ein Problem, das Arbeitsmarktforscher kommen sehen? Engpässe drohen vor allen Dingen im mittleren Qualifikationsbereich, das heißt bei Fachkräften. Und die Möglichkeiten von digitalen Assistenzsystemen können dazu beitragen, diese Engpässe zu mildern und vielleicht gegebenenfalls sogar auszugleichen. Schöne neue Arbeitswelt, nur leider nicht ohne Risiken. Wenn eine Brille alles filmt, jeden Arbeitsschritt, jeden Augenblick, dann haben Arbeitsrechtler, haben Datenschützer Bedenken. Die Datenbrille birgt die Risiken, dass die Abläufe im Betrieb mit aufgezeichnet werden, wenn man eben auch die Kollegen rundherum sieht, wann machen die Pause, wann essen sie ihr Butterbrot, wer beginnt wann zu arbeiten. Um das zu verhindern, muss man eben die Daten entsprechend managen. Was wird aufgezeichnet, möglichst wenig, und wann wird es gelöscht, möglichst schnell. Bei Bosch in Homburg werden keine Bilder, keine Daten gespeichert. Hier gilt, was so oft gilt in Wissenschaft, im Fortschritt, Risiken begrenzen, um Chancen zu nutzen. Und wir kommen zum Sport. Nachdem der Traum der Fußballer leider auf das Finale geplatzt war, da stand im Tennis heute eine Deutsche im Finale. Doch auch ihr Traum, Katja Wunderlich, ging leider nicht in Erfüllung. Nein, auch dieser Sieg sollte irgendwie nicht sein, denn trotz einer starken Leistung hat Angelique Kerber das Wimbledon-Finale verloren. Sie unterlag Serena Williams beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt in 2 Sätzen mit 5:7 und 3:6. Nach 81 absolut unterhaltsamen und mitreißenden Minuten musste sich Kerber der aufschlagsstarken Williams geschlagen geben. Aber lächeln konnte sie trotzdem, auch wenn sie sich nur mit dem kleinen Silberteller zufrieden geben musste. Angelique Kerber und Serena Williams im Gleichschritt. Ein Bild mit Symbolcharakter, denn die Deutsche hatte der Nummer 1 der Welt alles abverlangt. Ich wollte natürlich das Match gewinnen, aber es war heute auf jeden Fall eine sehr starke Serena gegenüber. Und sie hat ihr bestes Tennis heute abgeliefert. Auch ich habe sehr gut gespielt und es war ein sehr, sehr hohes Niveau von beiden. Es war sogar absolut hochklassig. Auch weil Kerber immer wieder die Initiative ergriff und sich anders als früher nicht allein auf eine Kontertaktik verließ. Williams brauchte lange, um Kerber, die morgen wieder auf Platz 2 der Weltrangliste geführt wird, den Aufschlag abzunehmen. Erst beim Spielstand von 6:5 im ersten Satz glückte das Break. Und kurz darauf entlud sich die gesamte Anspannung. Im zweiten Durchgang blieb es ausgeglichen, aber in den entscheidenden Momenten spielte Williams einen Tick härter und präziser und so verwandelte Serena Williams nach 1 Stunde und 21 Minuten ihren ersten Matchball zum 7:5 und 6:3 Erfolg. Der 22. Grand Slam Titel der Karriere, so viele wie Steffi Graf. Angelique Kerber bleibt der Trost, 1,5 Millionen Dollar gewonnen und gegen die Beste der Welt mitgehalten zu haben. Der Titelverteidiger Christopher Froome hat die 8. Etappe der Tour de France von Pau nach Bagnères-de-Luchon gewonnen. Auf der bisher schwersten Bergetappe über 4 Gebirgspässe fuhr der Brite auch dem Vorjahreszweiten Quintana mit seiner Attacke auf der Abfahrt von Périscourt auf und davon.
Mit 90 Stundenkilometern und 13 Sekunden Vorsprung kam Froome ins Ziel. Dort durfte er sich über den Etappensieg und das gelbe Trikot freuen. Bester Deutscher war Emanuel Buchmann mit einem guten 15. Platz. Am vorletzten Wettkampftag der Leichtathletik-Europameisterschaft in Amsterdam gab es noch mal reichlich Edelmetall für das deutsche Team. Herausragend dabei die Goldmedaille für Dreispringer Max Hess. Ungläubige Erleichterung beim Sensations-Europameister Max Hess. Der 19-Jährige gewinnt bei seiner ersten EM-Teilnahme Gold im Dreisprung. 17,20 Meter im zweiten Versuch. Europäische Jahresbestleistung. Eine weitere Medaille im Stabhochsprung. Lisa Rüschisch schafft die 4,70 Meter im zweiten Versuch. Der Lohn Silber, der bis hierhin größte sportliche Erfolg für die 27-Jährige. Richtig spannend macht es Linda Stahl. Nach 5 sehr mittelmäßigen Versuchen sitzt der 6. Der letzte Speerwurf nahezu perfekt. 65,25 Meter, das reicht für Platz 2. Zweimal Silber, dazu das Gold für Hess. Ein überaus erfolgreicher vorletzter Wettkampftag dieser EM für das DLV-Team. Aber es gibt nicht nur Erfreuliches von der Leichtathletik zu berichten. Im Skandal um die Vertuschung von Dopingproben im Leichtathletik-Weltverband IAAF sind in einer ARD-Dokumentation Belege für Schmiergeldforderungen präsentiert worden. Demnach sollen die Söhne des früheren IAAF-Präsidenten Lamin Diak, Masata und Halil Diak, von der türkischen Läuferin Asle Alptekin bis zu 650.000 Euro gefordert haben, um eine positive Dopingprobe von ihr verschwinden zu lassen. Olympische Spiele in London 2012. Asli Alptekin gewinnt Gold über 1500 Meter. Ein Jahr später wird ihr wegen wiederholtem Doping die Goldmedaille aberkannt. Jetzt räumt die bis 2021 gesperrte Türkin erstmals einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln ein. Weit brisanter ist aber, was sie darüber hinaus erklärt. Masata Diak, Sohn des ehemaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbands IAAF, und mittlerweile auf der Fahndungsliste von Interpol, habe angeboten, Alptekins Fall zu vertuschen. Er hat von uns 650.000 Euro verlangt. Diese 650.000 Euro sollten an den Chefmediziner der IAAF, Gabriel Dolé, und an einige andere im Verband gehen. Schwere Anschuldigungen, für die die Alptekins aber Beweise haben wollen. Als sie es ablehnten zu zahlen, sei Khalil Diak, der zweite Sohn des Ex-IAAF-Präsidenten Lamin Diak, auf den Plan getreten. Auch er habe Geld gefordert. Diesmal zeichneten die Alptekins die Verhandlungen jedoch heimlich auf. Lamin Diak ist die Person, die Alptekins Problem lösen kann. Das sind Fälle, wo Geld ins Spiel kommen muss. Du musst es schaffen, die Leute zu motivieren, mit denen du sprichst. Das läuft in Bar, so läuft das. Da wird nichts unterschrieben. Unter uns. Wir wissen doch, dass das nicht der erste Fall dieser Art ist. Auf eine Anfrage der ARD zu den Vorwürfen reagierte die Familie Diak nicht. Von der Veröffentlichung der Audiodokumente erhoffte sich Alptekin, doch noch in Rio starten zu dürfen. Damit scheiterte sie in dieser Woche aber vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Und wir haben noch die Lottozahlen für Sie. 1, 34, 37, 40, 44, 49 und die Superzahl, die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, jetzt haben wir noch was Besonderes für Sie. Mehr Orchester war nämlich noch nie. ...7548 Musiker aus Deutschland und einige auch aus dem Ausland, die spielten in Frankfurt im Fußballstadion, unter anderem Beethoven und Dvorak. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Werbung für die Musik und es ist ein Weltrekord für das nun ganz offiziell größte Orchester aller Zeiten. Ja, ist doch ein Ding. Und damit gleich zu Claudia und dem Blick auf den Sonntag. Welches Wetter kriegen wir denn, Claudia? Thomas, es gibt Sonne pur, es gibt sogar Hochsommer pur am morgigen Tag. Allerdings nur für einen einzigen Tag. Dann kommt schon wieder ein neues Tiefdruckgebiet. Und damit ist es dann auch direkt vorbei mit dem schönen Wetter. Dieses Tief, das zieht am Montag zu uns herein. Dahinter deutlich kühlere Luft. Morgen aber kommt erstmal sehr heiße Luft zu uns. Und zwar aus südwestlichen Richtungen. Sie sehen, da ist es knallrot bzw. fast schon weißlich-rot. Das heißt Temperaturen über 40 Grad. Und von dort kommt die heiße Luft zu uns. Im gesamten Mittelmeerraum 34 Grad Italien, 37 Grad Griechenland, im Moment schon große Hitze.
Und die Luft, die zu uns aus Südwesten kommt, die wird eben auch, naja, zumindest an die 34 Grad im äußersten Südwesten bringen können. Dahinter kommt dann deutlich kühlere Luft Anfang der Woche. Irland morgen 17 Grad. Ganz so kalt wird es dann bei uns nicht, aber so 19, 20 Grad, die werden wir auch im Laufe der nächsten Woche haben. Das sieht man auch am Trend für Münster. Morgen heiß, danach deutlicher Temperaturrückgang, gerade mal 20, 21 Grad. Wahrscheinlich aber am nächsten Wochenende wieder deutlich steigende Temperaturen. Jetzt in der Nacht im äußersten Norden noch so ein paar Schauer, die aber abziehen und zusammenfallen. Im Süden ist es meist sternenklar. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf Werte zwischen 19 und 13 Grad. Morgen Vormittag vor allem in der Südhälfte viel Sonne. Im äußersten Norden ziehen ein paar dickere Wolken vorbei. Letzte restliche Schauer ziehen dann über die Ostsee ab. Und im Laufe des Nachmittags gibt es viel Sonnenschein. Ganz vereinzelte Schauer oder auch Gewitter kommen aus Nordwesten. Und direkt in den Alpen kann es die auch geben. Höchsttemperaturen dann morgen im Norden nicht ganz so heiß mit 22 bis 28 Grad. Sonst 29 bis 34 Grad bei meist schwachem bis mäßigem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Montag dann Schauer und Gewitter. Die können vor allem im Osten Bayerns richtig heftig ausfallen. Im Osten und Süden auch noch mal über 30 Grad. Dienstag wird es dann deutlich kühler sein. Überall wechselhaftes Wetter und Temperaturen meist nur noch knapp über 20 Grad. Da ist es dann nicht mehr ganz so heiß bei uns. Aber davor ist ein heißer Sonntag. Claudia, herzlichen Dank dafür, genau. Meine Damen und Herren. Das waren die Tagesthemen. Hier folgt das Wort zum Sonntag und danach Inas Nacht. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1.25 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie es denn wollen. Ich hoffe, das kommen Sie gut durch die Nacht. Ja.